Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank nochmal für diese Impulse aus den unterschiedlichen Perspektiven. Herr Oechsle, ich würde Sie gerne als erstes fragen, das ist eine Frage, die so ein bisschen prosaisch klingt, aber wenn die Steigerung des Gesamtvolumens für die Akademienprogramme von 68 auf 71 Millionen ist, dann heißt das ja eigentlich, dass Sie kaum neue Programme dazunehmen können, beziehungsweise, also es sei denn, ist ein altes Programm wirklich ausgelaufen, aber ich weiß, dass es auch in den letzten Jahren durchaus Bewilligungsjahre gab, in denen kein einziges neues Programm bewilligt werden konnte. Wie würden Sie sich denn eine wirklich zukunftsfähige Finanzierung für das Akademienprogramm vorstellen? Nehmen Sie sich bitte ein Mikrofon. Verlässlichkeit wäre in jedem Fall die absolute Grundlage. Und das heißt auch, dass jährliche Aufwuchs, der die Tarifsteigerungen zum Beispiel ausgleicht und sonstige Kostensteigerungen bei der Sachmittelausstattung auch trägt. Das ist in jedem Fall sicherzustellen. Da haben wir eine Entwicklung nach der Kündigung des Hochschulpakts. Fielen die 5% Aufwuchs pro Jahr weg. Sie sind jetzt auf 3% reduziert worden, aber kombiniert mit einem Verfahren, das strategische Weiterentwicklung lautet. Und hier sind 4 Handlungsfelder ausgerufen worden, die alle nicht wirklich wissenschaftsgeleitet sind, sondern eben indirekt sich auf Wissenschaft beziehen, aber auch dann ein Wunsch nach Messbarkeit, nach Zahlen im Akademienprogramm von Seiten der Zuwendungsgeber veranschaulichen. Das ist einerseits verstehbar, andererseits ist Internationalität, Geschlechtergerechtigkeit, Nachwuchsförderung, Digitalisierung, das sind wichtige Größen, aber sie sind eben auch mit Extrabelastungen für die Akademien verbunden. Wir haben, kurz gesagt, eine ganz neue, sehr stresshafte Situation für das Akademienprogramm, weil diese Momente von Fortschritt und Innovation nicht wirklich aufgefangen worden sind durch zusätzliche Mittel. Die Digitalisierung muss jetzt nachgebessert werden. Die älteren Projekte haben dafür keine Mittel. Nachwuchsförderung. Man kann einem Vorhaben eine Juniorprofessur schenken oder stiften. Aber die Einarbeitungszeit für so eine Kraft dauert mindestens 2 Jahre. Wir haben das in Kiel bei Brahms absolviert. Nach 6 Jahren konnte immerhin ein Gesamtausgabenband vorgelegt werden. Aber die Zeit der Einarbeitung für diese Person ist immens. Und das ist nicht in der, wie man neu sagt, in der Workload ausgewiesen. Das ist ein Zusatz. Und das schafft wirklich Stress in dem ganzen Apparat. Mit anderen Worten, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist so ziemlich ein akademieunfreundliches Element, beziehungsweise es hindert Sie daran, eine gewisse Kontinuität zu wahren, die Sie für Ihre Projekte wirklich brauchen. Das ist noch eine andere Materie, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, weil es Befristung mit finanziellen Mitteln kombiniert und da muss man unterscheiden, eine Qualifikationsschiene, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in Vorhaben qualifizieren, da greift diese 12-Jahres-Bemessung, Grenze. Und dann gibt es eine zweite Ebene, wo die Mittel an die oder die Befristung an die Förderdauer geknüpft ist. Und das geht offenbar, nun bin ich kein Jurist, das geht offenbar nicht quasi 1:1, dass man sagt, Laufzeit 2030 und bis dahin kann man auch die Verträge festlegen. Das ist rechtlich offensichtlich nicht möglich. Ja. Aber da kommen noch regionale Unterschiede dazu, denn in Kiel hat man es immerhin gemacht. Die Brahms-Mitarbeiter haben Zeitverträge bekommen bis in das Jahr 2026 Ende, weil dort bis dahin läuft die Förderung. Und das geschah schon 2008. Vielen Dank. Herr Friedrich, Sie haben vorhin ja angedeutet,
wo Ihre Kritikpunkte liegen, also genau bei dieser Bürokratisierung, Rigidisierung. Können Sie dafür konkrete Beispiele nennen, beziehungsweise das noch mal ein bisschen untermauern, was Herr Oechsle eben gesagt hat? Das Mikrofon ist an, Sie können einfach einsprechen. Ja, das will ich gerne tun. Die Auslegung beziehungsweise der Umgang mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, der hat sich auch weiterhin rigidisiert in der letzten Zeit. Und ich muss sagen, ich kenne natürlich nur das, was mir einige Kollegen aus anderen Bundesländern erzählen, was ich selber erfahre. Und in der Tat, die Situation ist teilweise sogar innerhalb eines Bundeslandes von Universität zu Universität oder von anstellender Institution zu anstellender Institution unterschiedlich. Worauf das Ganze hinausläuft, ist erstens, was Herr Oechsle so schön als Stress bezeichnet hat, wo wir früher einen kleinen Antrag gestellt haben, haben wir jetzt mehrere Sätze von Dokumenten, die sorgfältigst auszufüllen sind und wo im Zweifelsfalle dann Rückfragen kommen. Es dauert inzwischen 3 bis 4 Mal so lange, bevor wir überhaupt jemanden einstellen können. Und das hat in manchen Fällen zur Folge, das bekommen natürlich die entsprechenden mit. Also Beispiel, Sie wollen hervorragende Leute, junge Leute aus dem Ausland gewinnen und dann wundern die sich, warum die nach 2 Monaten immer noch keinen Vertrag haben. Und dann muss man ihnen das erklären, dass es für die Reputation des deutschen Wissenschaftssystems nur begrenzt förderlich. Es kommt dazu, dass inzwischen wahrscheinlich wegen teils juristischer Dinge, ich bin Sinologe, ich bin kein Jurist, und wegen gewisser Urteile, die in dem einen oder anderen Bundesland gesprochen worden sind, dass man da zunehmend rigider wird und von vornherein eigentlich immer alles abprüft. Ist es möglich, dass ein Gesichtspunkt dafür spräche, dass sich die betreffende Person einklagen kann? Also es ist nicht ein dubio pro reo, sondern es ist genau umgekehrt. Ein anderer Punkt ist der, dass man gerne versucht, und wie gesagt, das ist auch wieder regional unterschiedlich, aber die Tendenz ist national einheitlich. Die Tendenz, nicht der Stand, auf dem man jeweils ist. Beispiel, das ist für alles einheitliche, jetzt bin ich drauf gekommen, dass es für alles einheitliche Formate geben soll. Das heißt, zum Beispiel, wenn die DFG einen graduierten Kollegen ausschreibt, dann, danke, ich muss auf irgendwas gedrückt haben, dann bedeutet dies 36 Monate Förderung, 3 Jahre, und dann fördert die DFG nicht weiter. Daraus werden dann per Analogiam solche Schlüsse gezogen, man darf Doktoranden überhaupt nur 36 Monate fördern, sonst werden sie gar nicht mehr gefördert. Das ist sehr bedenklich. Ich möchte die lieben Kolleginnen und Kollegen hier nicht fragen, wie viele ihrer erfolgreichen Promoventen innerhalb von 36 Monaten promoviert worden sind. Und wenn ich die Mittel habe, seien es Haushaltsmittel oder Drittmittel, wie auch immer, es ist alles sehr komplex dann, aber wenn ich die Mittel habe, dann leuchtet mir als armem Professor nicht ein, warum ich sie nicht dafür ausgeben kann. Denn die DFG verbietet es nicht, länger als 36 Monate zu fördern, nur innerhalb von 36 Monaten müssen die DFG-Mittel verbraucht sein und mehr gibt es da nicht von der DFG. Das sind alles nur Kleinigkeiten und die Liste ist lang und deshalb denke ich, wir sollten das jetzt als Beispiele genügen lassen, aber was Herr Oechsle gesagt hat, Stress ist ein schönes Wort dafür, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, das kann man nur unterstreichen und mutatis mutandis machen uns diese Dinge das Leben immer schwerer und ich befürchte inzwischen, das ist ein systemisches Problem und nicht eins, was jetzt an der einen Hochschule oder an der anderen liegt und da müsste mal etwas gründlicher aufgeräumt werden. Herr Oechsle? Ich habe die Ambivalenz der Sache wahrscheinlich nicht genügend dargestellt. Das Beispiel mit der Juniorprofessur hat natürlich eine Kehrseite, dass der Kompetenzkreis der Menschen, die so etwas machen können, auch im Nachwuchs, signifikant erhöht wird. Das ist ganz wichtig für das Akademienprogramm, weil die Verankerung des Programmes in der akademischen Lehre und in den Universitäten überhaupt dadurch kräftig zunimmt. Nur es fehlt an der Abpufferung, an der Kompensation des Extras, des Zusatzes an Belastungen im Vorhaben, im Programm generell, auch was die Digitalisierung anbetrifft. Internationalität ist auch etwas, was sehr komplex ist und kein Wert an sich darstellt, sondern wirklich sehr dosiert und strukturell verantwortlich integriert stattfinden muss. Ja. Herr Grebe, wenn Sie jetzt Herrn Oechsle und Herrn Friedrich, ohne dieses Thema jetzt überzustrapazieren, anhören, haben Sie dann nicht den Eindruck, dass das Juwel, von dem Sie vorhin gesprochen haben, doch ganz schöne Fesseln angelegt gekriegt hat von den Zuwendungsgebern, sicherlich nicht jetzt von Ihnen persönlich, sondern von dem gesamten Wissenschaftssystem, von der GWK,
die so auch ein bisschen das Misstrauen, habe ich jedenfalls den Eindruck, immer mehr institutionalisiert und Forschern eigentlich nicht mehr zutraut, dass sie doch selbst sehr genau wissen, was sie tun und dass sie das auch verantwortlich tun. Ja, vielen Dank, Frau Schmoll. Darauf will ich gerne reagieren. Ich glaube, die Fesseln liegen ja immer im Auge des Betrachters. Und ich glaube, da muss man auch ein klein wenig vergleichen. Wenn wir zunächst mal die Budgetaufwüchse sehen, dann ist ja das Akademienprogramm dann, wenn es mit 3% über die Jahre wächst, durchaus nicht schlechter gestellt als beispielsweise andere Bund-Länder geförderte Einrichtungen. Nehmen wir die vorhin angesprochenen Einrichtungen aus dem Pakt für Forschung und Innovation, Max Planck, DFG, Helmholtz etc. pp. Insofern müsste man dann ja formulieren, allen sind finanzielle Fesseln angelegt, aber natürlich, das Geld ist immer endlich. Und wenn ich dann den Bogen noch schlagen würde zu den, Herr Oechsle und Herr Friedrichs, Ihnen ja nicht unbekannten Universitäten, dann wissen wir, dass im Bundesgebiet nicht jede Universität in Deutschland pro Jahr mit 3% wächst, sondern es gibt durchaus Universitäten, die auch mit weniger als 3% wachsen und gleichwohl Inflations- und Tarifausgleich irgendwie bestreiten müssen. Ohne das jetzt gutheißen zu wollen, wissenschaftspolitisch, will ich zumindest im Vergleich sagen, dass das Akademienprogramm in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten mit einem Aufwuchs, der in der Regel dem entsprach, was an anderen Stellen, wie meinetwegen im Pakt für Forschung und Innovation gezahlt wurde durch Bund und Länder, durchaus nicht schlechter war. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Und einen weiteren Punkt, den Sie angesprochen haben oder der hier angesprochen wurde, ich glaube von Ihnen, Herr Friedrichs, ist dieses Misstrauen, das Sie spüren durch, nein, Herr Oechsle sagte das, das Misstrauen, das resultiert aus der Tatsache, dass man jetzt plötzlich nach Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit auch für Frauen fragt. Oder beispielsweise Internationalisierung oder beispielsweise Förderung des Nachwuchses oder dergleichen mehr. Ich würde das wissenschaftspolitisch überhaupt nicht als Fessel, sondern als Selbstverständlichkeit formulieren. Und deshalb lasse ich mir diesen Begriff ungerne in den Mund legen, sondern würde sagen, wenn das nicht schon in den vergangenen 4 Jahrzehnten der Fall war, dass im Akademienprogramm Nachwuchs gefördert worden ist, Frauen gefördert worden sind, internationale Personen gefördert worden sind, dann wird es allerhöchste Zeit. Das heißt, es kann da überhaupt keinen Stress erzeugen, sondern das ist geradezu selbstverständlich und müsste im Akademienprogramm sozusagen zur Grund-DNA gehören. Dass dies jetzt nochmal formuliert worden ist durch die gemeinsame Wissenschaftskonferenz, zeigt nochmal, dass ja nicht die in der GWK vereinbarten Wissenschaftspolitiker, und das sind ja regierende Politiker, diese Punkte allein wichtig finden, sondern sie müssen auch sehen, dass das Geld ja am Ende durch die Parlamente gewährt wird. Und die Parlamente sind diejenigen, sowohl im Bund als auch in den Ländern, so auch die Hamburger Bürgerschaft, die fragt nach solchen Kriterien. Wie viele internationale Nachwuchswissenschaftler habt ihr denn mit euren Programmen gefördert? Wie viele Frauen sind denn in die Professuren gekommen? Und dergleichen mehr. Insofern geben wir im Grunde den Wunsch des Souveräns weiter in die wissenschaftspolitische Förderung. Und wenn Sie vorhin festgestellt haben, dass das Akademienprogramm doch eines ist, das am wenigsten im Vergleich zu anderen wissenschaftspolitischen Förderungen Einflussnahme durch die Wissenschaftspolitik mit sich bringt, dann würde ich sagen, sind wir doch weit entfernt von Fesseln. Und gerade das würde ich für die und von Stress, gerade das würde ich für das Akademienprogramm im Vergleich zu vielen anderen Programmen, die viel mehr auf gesellschaftspolitische Herausforderungen auch aktuell reagieren müssen, in jedem Fall in Anspruch nehmen. Herr Oechsle, und dann würde ich gerne die beiden Damen bitten, auch nochmal aus Ihren Erfahrungen zu berichten, genau zu diesem Punkt, ja? Ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Grewe. Die genannten 4 Handlungsfelder sind überhaupt nicht neu im Akademienprogramm. Sie sind nur jetzt verknüpft eben mit einer
mit einem Kontrollverfahren, mit einem Monitoring-Prozess, der extrem arbeitsaufwendig ist. Es müssen hunderte von Berichtsseiten jährlich verfasst werden. Die Projekte müssen neue Strukturen schaffen, auch bei der Frage, in Frage Chancengleichheit. Da geht es dann um neue Arbeitsstrukturen, um Veränderung der Arbeitsplätze. Das sind Dinge, die kosten Geld. Bei der Digitalisierung ist es ganz klar, das ist sehr teuer. Und wenn man 3% bekommt und 2,5% für die Gehaltserhöhungen da abgeben muss, da können Sie sich vorstellen, dass dieses halbe Prozent angesichts des Drucks, der dann doch dahinter steckt, sehr wenig als finanzielles Äquivalent darstellt. Und das meine ich auch mit Stress. Das Verhältnis zwischen Ergiebigkeit in finanzieller Hinsicht und dem Aufwand, der betrieben werden muss, in der Umsetzung, in der Dokumentation, im Monitoring, Jahr für Jahr. Vielen Dank, Frau Herrmann. Ich weiß von anderen Akademieprojekten, dass es als ausgesprochen hinderlich erfahren wird, dass man dauernd Zwischenevaluationsberichte schreiben muss, beziehungsweise Zwischenberichte. Es gibt ja immer noch die Mehr, dass Akademienprogramme nicht qualitätsgesichert seien oder angeblich gar nicht qualitätsüberprüft. Ich habe eher das Gefühl, die sind zu überprüft inzwischen. Was ist da Ihre Erfahrung? Ja, also zunächst mal wollte ich tatsächlich sagen, also genau diese Erfahrung, dass man sagt, das kostet Geld, Diversität, wie man als Beispiel sieht, Gleichstellung in der Konstellation, moderne Stellen, Kategorien in dieser vielleicht doch festgesetzten, vorgegebenen Struktur. Das Gleiche gilt eben auch zum Beispiel für so Evaluationsformate. Ich würde jetzt generell Evaluationen nicht in Frage stellen wollen, denn sowas ist tatsächlich etwas, was gemacht werden muss. Die Form der Evaluation ist aber tatsächlich sehr schriftbasiert, sehr starr, wenig flexibel, nicht angepasst an dessen, was wir als moderne Forschung oder moderne, sagen wir mal, anpassende, innovative Akademieprojekte auch brauchen. Und das ist sehr schwierig. Wir passen uns im Prinzip ein wenig an, aber immer wieder stoßen wir an Grenzen, wo wir sagen, da bräuchten wir flexiblere Formen. Ja? Und das ist das, was diese Vorreiterrolle, die wir immer mal wieder anstoßen, auch bedarf. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der dann auch wieder zurückgespielt werden kann, dass das Geld kostet in der Konstellation und Bedarfe hat. Meine Erfahrung in der Konstellation, obwohl ich ja für Gegenwart und Zukunft stehe und nicht zu sehr in die Vergangenheit gucke. Ich kenne das Akademieprogramm aber schon sehr lange in der Konstellation und das ist immer wieder der Punkt. Ja? Mhm. Frau Daub? Ja, also ich kann jetzt mich dem nur anschließen, dass ich sagen würde, dass die Zwischenevaluationen durchaus zielführend sind, insofern als man einfach regelmäßig einmal darlegen kann, was man in dieser Etappe geschafft hat. Das ist ja auch für den Mitarbeiter, für den ich jetzt spreche, etwas Angenehmes zu sagen zu können, wir haben unser Ziel erreicht und wir blicken auch weiter nach vorne und schaffen auch in der nächsten Etappe das, was wir uns vorgenommen haben. Selbstverständlich ist damit immer ein gewisser zeitlicher Aufwand verbunden, den spüren auch wir Mitarbeiter. Gleichfalls ist es so, dass der natürlich ein bisschen abgefedert wird durch andere Instanzen, die eben auch noch Teil dieses großen Projekts sind, also gerade die KAD, sehr, sehr groß angelegt. Wir sind zwar die Mitarbeiter, die letztendlich die Ergebnisse auch liefern, aber natürlich sind immer noch Instanzen darüber, die auch das zusammenfügen, da nochmal den letzten Blick drauf haben. Also man ist da ja nicht alleine gelassen. Aber an sich würde ich sagen, ist es eine wichtige und zielführende Sache, dass das gemacht wird, auch wenn man es eben zeitlich merkt. Ein Satz. Zum Prozedere, nur damit sich das vorstellen können. Zu jeder Evaluierung reisen drei Gutachterinnen und Gutachter von außen an und sind in aller Regel 2 Tage im Vorhaben, reden mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es gibt auch die Möglichkeit, Schwachstellen, Probleme zu besprechen und dann in geeigneter Weise zu lösen oder zumindest zu verbessern. Das ist das eine. Unter der Hand ist der wissenschaftlichen Kommission aber passiert, dass unsere Evaluierungsintervalle immer kleiner wurden. Wir sind zuletzt herausgekommen bei 5 Jahren und haben dann jetzt gegengesteuert. Wir wollen wieder zurückkehren zum alten Intervall 6 bis 8 Jahre Evaluierung
und auf der Hälfte davon die sogenannte Durchführungskontrolle. Über diesen Evaluierungstypus haben wir noch gar nicht gesprochen. Also es wird sehr engmaschig evaluiert, aber wir wollen die Intervalle wieder vergrößern. Mhm. Gut. Ganz kurz, ja. Weil er das gerade ansprach. Also ich denke auch, dass gerade diese Evaluationen sehr hilfreich dafür sind, eben auch gegebenenfalls Schwachstellen aufzudecken, die möglicherweise untergehen würden. Denn das ist der Moment, wo sich eben zeigt, wo hängt es möglicherweise, wo kann man unterstützen, damit das Projekt auch so zu Ende geführt werden kann, wie man es sich vorgenommen hat, mit dem Ziel, das man hatte. Also es dient der Qualitätssicherung auch innerhalb des Projekts, insofern ein wichtiger Punkt. Herr Friedrich, wie kommt das eigentlich, dass das Akademienprogramm in der Öffentlichkeit so wenig bekannt ist, beziehungsweise dass die Gesellschaft dieses Juwel offensichtlich kaum zur Kenntnis nimmt? Liegt das daran, dass die Anwendungsbezüge, ich nehme jetzt mal das Gebärdensprachprojekt aus, das ist gerade ein Gegenbeispiel, so wenig offenkundig sind, dass sie sich schlecht vermitteln lassen? Liegt es daran, dass gute Nachrichten keine Nachrichten sind in dieser Mediengesellschaft, oder woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ich weiß nicht, ob ich qualifiziert bin, diese Frage zu beantworten. Man müsste wahrscheinlich ein kleines sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt starten, um das wirklich fundiert sagen zu können. Also nach meinem Eindruck, und der beruht auf einigen Jahrzehnten des Zuschauens, ist es ein Problem, was wahrscheinlich in der Substanz die gesamte geisteswissenschaftliche Forschung betrifft. Bei den Akademieprojekten oder bei etlichen, nehmen wir die KOHD. Wir alle, die wir damit zu tun haben, wir hätten unser Cluster gar nicht gekriegt, wenn wir nicht diese Grundlagen haben. Wir sind dann solche, die damit arbeiten, oder es werden einzelne individuelle Forschungsprojekte gemacht, die aus diesen Materialien hervorgehen. Ich habe es gerade Herrn Greve gesagt, dieser Ziegelstein da unten, der hat 3 Leute 4,5 Jahre Zeit gekostet, um ihn zu produzieren, und jetzt können wir Projekte daraus machen. Aber wenn wir ein Projekt, ein befristetes, das ist uns von den Präsidenten sehr schön vorgetragen worden haben, das sind 3 Jahre oder 4 Jahre, dann kommen wir nicht mal dazu, diese Grundlagenforschung zu machen. Mhm. Also das ist das eine. Die Frage ist natürlich, wenn wir auf die U-Bahn zurückkommen. Der deutsche Bürger, die deutsche Bürgerin, die Menschen, die hier wohnen und leben und sich über Baustellen aufregen in Hamburg, das scheint irgendwie das Hauptthema derzeit zu sein. Interessieren die sich für orientalische Anschriften in Deutschland? Bin ich mir nicht so sicher. Und wenn wir andere Themen haben, mag das ähnlich sein. Aber noch einmal zurück, ich glaube, es ist wirklich ein Problem, was Ihr Kollege Kaube mal hier in Hamburg in einem Vortrag an der Hamburger Akademie angesprochen hat. Natürlich zuspitzend und wie soll ich sagen, präzisierend dann, dass den Geisteswissenschaften ein bisschen ihre gesellschaftlich relevanten Themen abhanden gekommen sind. Und ich denke, dieser ganze rhetorische Aufwand, der die ganze Zeit betrieben wird, macht es relevant, macht es anwendungsbezogen und so weiter und so fort, der hängt ein bisschen damit zusammen. Und ich denke, man könnte bei vielen dieser Projekte, die nicht bekannt sind oder nicht so bekannt sind, vielleicht auch, weil man sich nicht entsprechend darstellt, inzwischen muss ja eigentlich jedes Akademieprojekt noch einen Wissenschaftsjournalisten dazu haben, nicht? Also größere Projekte haben immer ein PR und so weiter und so fort. Nicht? Aber ich denke, dass man im Prinzip immer klar machen könnte, warum diese Dinge wichtig sind, aber dazu bedarf es manchmal mehr als 3 Sätzen. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt dann spezifische, das sehen wir, wie unterschiedlich und vielfältig das Programm ist. Ich glaube, Frau Herrmann hat keine Probleme, die Bedeutsamkeit dessen herauszustellen. Nein, klar. Aber ich meine, wenn wir das alttürkische Projekt haben oder das Tofan-Projekt in Berlin, da haben sie halt 40.000 so große Fitzelchen. Das ist für die gesamte Forschung, also halb China rennt dahin. Aber machen Sie das mal jemandem in Hamburg klar, der seine Steuern zahlt und sich denkt, ich stehe 1 Stunde im Stau. Herr Oechsle, Sie haben es mit Ihrer Brahms-Ausgabe doch auch noch vergleichsweise leicht, oder? Mit der Sichtbarkeit. Ja. Hörbarkeit. Genau. Die musikwissenschaftlichen Editionen sind da gewaltig im Vorteil, denn wir können eben und machen das auch, wir leiten praktische Ausgaben aus den großen Partiturenbänden ab, die dann in den privaten Milieus landen, beim privaten User in musikalischen Dingen. Wenn auf einer CD mit dem Züricher Tonhalle-Orchester Brahms-Einspielung steht, musiziert aus der Johannes Brahms Gesamtausgabe, dann ist das Sichtbarkeit auch des Akademienprogramms. Es steht nur nicht dabei, noch zusätzlich gefördert mit Mitteln oder Ausmitteln und so weiter. Da sind Grenzen gesetzt. Und ich frage mich,
ob es nicht wichtig ist, dass die Sichtbarkeit in dem Sinne gewährleistet ist, dass die Gesellschaft erreicht wird. Ob da jedes Mal dran steht, Akademienprogramm, Bund, Länder finanziert und so weiter, das wage ich zu bezweifeln, die Notwendigkeit wage ich zu bezweifeln. Und insofern muss man sich auch fragen, ob das so wichtig ist, dass das in weiten Kreisen bekannt ist. Es ist wichtig, dass es überhaupt bekannt ist, und es ist wichtig, dass die richtigen Leute an den richtigen Stellen das Ganze fördern, erhalten und nach vorne bringen. Vielen Dank. Herr Friedrich? Darf ich noch eine Fußnote vielleicht anfügen? Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich denke auch, dass diejenigen, die nach mehr Sichtbarkeit rufen, dass denen oft gar nicht selber klar ist, was sie eigentlich mit Sichtbarkeit meinen. Heißt das, dass jeder in der U-Bahn Bescheid weiß? Heißt das, dass Gebildete, was auch immer das mal gewesen sein mag, Bescheid wissen? Oder heißt es, dass die Communities, die interessiert sind, Bescheid wissen? Ich gebe Ihnen ganz kurz nur ein Beispiel. Ich nehme mal nicht die Hamburger Programme, da könnte ich Ihnen lange Vorträge halten, weil ich die Kollegen alle kenne, die sind auch alle bei uns im Cluster mit drin. Entschuldigen Sie, mit einer Ausnahme, aber wir haben uns ja jetzt auch gerade kennengelernt. Wir gucken mal. Nehmen Sie ein Beispiel, was ganz exotisch ist. Man hat alte indische Manuskripte entdeckt, in Fragmenten, unheimlich komplex, 2000 Jahre alt bis so 1500 Jahre alt. Lange Odyssee, British Library, alles Mögliche. Das Projekt war in Seattle, es ist, weil der damalige Chef inzwischen das nicht mehr machen möchte, ist zu alt, ist nach München gegangen, Akademienprogramm. Das ist etwas, da geht es um die Frühgeschichte des Buddhismus. Das ist für viele hier, Buddhismus ist Achtsamkeit und so weiter und so fort, aber es ist eine Weltreligion oder viele Weltreligionen. Die Forschung, die da betrieben wird, die betrifft die Ursprünge des Mahayana. Das ist unglaublich wichtig für alle Buddhisten, sei es in Ostasien, sei es in Südostasien. Und diese Dinge werden dort sehr genau rezipiert, also was gerade hier in solchen Projekten gemacht wird. Das kriegt vielleicht hier niemand mit, das kriegt auch, ich meine, Herr Hartmann wird das schon klar machen, das kann er. Nicht? Aber das sind Öffentlichkeiten, die wir hier national vielleicht auch gar nicht mehr wahrnehmen. Und insofern sind viele von den Projekten, die werden sehr wohl wahrgenommen, aber in anderen Öffentlichkeiten. Und ich denke, wenn man mal eine Gesamtdarstellung macht, dann sollte man nicht immer nur davon reden, was hier wahrgenommen wird. Denn die Reputation des Wissenschaftsstandortes Deutschland, den können wir nicht davon abhängig machen, was der Hamburger Quivis ex populo oder sonst jemand in Deutschland denkt, sondern wir müssen das uns gesamthaft anschauen. Das ist eben echte Internationalisierung. Herr Grewe, bitte. Ja, ich will noch mal so ein bisschen Wasser in den Wein hier in diese Diskussion gießen, denn ich habe ja vorhin den Punkt angesprochen, Sichtbarkeit. Ich habe das auch ernst gemeint, weil als jemand, der in der Wissenschaftsadministration tätig ist, haben wir ständig mit Politikern zu tun, die wiederum ihre Geldgeber, nämlich die Parlamente, überzeugen müssen davon, dass es Sinn macht, Geld in die Wissenschaft zu geben. Und Ihnen, Herr Oechsle, für das Akademienprogramm 3% Aufwuchs zu geben und Ihnen möglichst nicht so viel Stress zu machen in den Konditionen, die man an diese Mittel bindet. Wenn wir aber von Ihnen keine Unterstützung bekommen bei der Überzeugung der Parlamentarier, dann wird das ein schwieriges Geschäft. Ja? Dann sagen die Parlamentarier, was um Gottes Willen ist jetzt das Akademienprogramm oder was ist denn die Akademie der Wissenschaften oder was ist denn ein Pakt für Forschung und Innovation? Das wissen die manchmal noch. Insofern ist mir nicht primär im Blick, dass wir jetzt jeden U-Bahn-Waggon überzeugen müssen davon. Also da bin ich ganz bei Ihnen, wir brauchen das aber auch, weil wenn Sie die Kette mal zu Ende denken, sind diejenigen, die in den Parlamenten sitzen, auch wiederum abhängig von ihren Wählern. Das heißt, die müssen ihr Handeln wiederum rechtfertigen gegenüber ihren Wählern und die Wähler sitzen in der U-Bahn. Man muss aber unterscheiden zwischen Sichtbarkeit und das Wissen um Sichtbarmachung. Es ist wenig bekannt, zum Beispiel, dass Leute aus den Akademieprojekten in die Landesparlamente fahren und dort ihre Vorhaben vorstellen. Die Brahms-Mitarbeiter sind nach Mainz, das ist ein Projekt bei der Mainzer Akademie, gefahren und haben dort im Landtag ein Konzert, Klavier zu vier Händen, veranstaltet und haben die neuen Editionen erläutert vor Parlamentariern. Also das findet statt, man weiß nur nicht so viel darüber. Also wenn man Sichtbarkeit und das Wissen um Sichtbarkeit behandelt, muss man das differenziert angehen.
Es ist vielschichtig und es ist noch viel zu tun. Da kann man schon bei der Hamburger Akademie anfangen, das Akademienprogramm wirklich allen zu erklären, auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Naturwissenschaft, aus den Naturwissenschaften. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch noch ein gewisser Nachholbedarf zu erkennen ist, und das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben. Seit ein, zwei Jahren machen wir das verstärkt auch in der Akademie. Und daran können Sie sehen, dass das auch wirklich nötig ist. Aber ich möchte auch gerne wissen, wie viele Menschen in der Gesellschaft wissen, was die DFG ist. Manche halten das für ein Melodiezitat. Also da ist, denke ich, auch noch sehr viel Entwicklungsarbeit zu leisten. Ich würde, ja, Frau Herrmann. Ja, vielleicht ganz kurz dazu einfach noch, weil der Punkt der Community ist eben angekommen und was Visualität oder Sichtbarkeit eben ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt zu sagen, Sichtbarkeit muss gewährleistet werden und Gesellschafts-, ob das jetzt politisch oder gesellschaftssoziologisch Effekte hat, ist mal dahingestellt, aber es sollte es haben. Und ich glaube auch, dass die Bemühungen darum, und es ist ja nicht so, dass es mir total einfach fällt und es einfach vom Himmel fällt. Wir müssen sehr, sehr viel auch Mühe aufwenden, um das auch der Community, die eben auch aus einer ganz anderen Gesellschaftsstruktur kommt, zu erklären und darzustellen und zu visualisieren. Wir machen uns sehr viele Gedanken, wie das gehen kann in der digitalen Welt, in sozialen Medien etc. pp. Das heißt, es ist tatsächlich auch ein Aufwand, der sich aber lohnt, auch in unserem Fall sehr deutlich, auch politisch und Außenwirksamkeit in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit oder ja, Gesetzesarbeit tatsächlich. Mhm. Und ich glaube, daher darf man es nicht unterschätzen, so komplex auch so etwas ist, zu trainieren, wie man es in der Öffentlichkeit präsentiert und was der Sinn dahinter ist. Also unabhängig davon, dass es uns vielleicht leichter fällt, das kann schon sein, aber es ist auch ist enorm wichtig. Ich glaube, deswegen darf man das nicht unterschätzen, deswegen verstehe ich diese Forderung auch, ja, aber differenziert in die Community hinein, nicht unbedingt allen, ja, weil das macht dann tatsächlich keinen Sinn in vielerlei Hinsicht. Ja. Vielen Dank, dass Sie das entscheidende Stichwort, auf das ich jetzt noch kommen wollte, schon genannt haben, nämlich die Digitalisierung bzw. die Kommunikation in den sozialen Medien. Wenn man sozusagen nur das Stichwort vom Cultural Heritage im Ohr hat, dann denkt man ja, das Ganze ist ein relativ rückwärtsgewandtes Verfahren, was Grundlagenforschung bereitstellt. Aber es geht ja wirklich darum, dieses Wissen auch verfügbar zu machen, nicht nur für Forscher, sondern auch für die interessierte Öffentlichkeit. Frau Daub, was tun Sie konkret mit Ihrem Handschriftenprojekt, um diese Forderungen zu erfüllen? Also ich habe es ja eben schon angesprochen, dass seit 2016 man umgestiegen ist von den gedruckten KHD-Katalogen zur Datenbank bzw. zu Datenbanken, KHD Digital und KHD Koptika. Da musste man schon differenzieren, weil einfach unterschiedliche Anforderungen jeweils waren. Das konnte man nicht in eine Datenbank packen. Es war einfach nutzerfreundlicher, da zwei draus zu machen. Das ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall ist das ein Schritt gewesen, der nicht nur für uns wichtig war, weil einfach der Schritt von dem Produzieren der Ergebnisse bis hin zu dem Punkt, dass es die Nutzer erreicht, das ist einfach viel kürzer. Das heißt, wir erreichen die Leute viel schneller mit den Ergebnissen. Das andere ist, dass wir nicht nur sie schneller erreichen, sondern auch viel weitgreifender. Es ist jetzt möglich, dass Leute in Ländern, die sonst wenig Zugang oder keinen sogar hatten zu den gedruckten Katalogen, die natürlich auch ihren Preis haben, plötzlich auf die Ergebnisse zugreifen können, damit arbeiten können, Vergleiche anstellen können. Und das ist natürlich ein unglaublicher Gewinn. Das wurde 2016 eingeführt und hat sich jetzt, also ersetzt quasi die Kataloge. Die werden noch ein Stück weit, das überlappt sich ein wenig und die anderen werden natürlich noch genutzt. Und was wir auch noch machen, ist, dass wir die zumindest Kurzkatalogisate der bereits in Druckkatalogen publizierten Einträge auch in die Datenbank überführen, soweit das möglich ist. Also ganz kurz, und dann hat man so eine Art Gesamtindex, der eben alle Handschriften nachweist in dieser Datenbank. Das ist was wir tun und was auch sehr, sehr wichtig ist und zukunftsweisend auf jeden Fall. Das heißt, ein buddhistischer Mönch in einem Himalaya-Kloster könnte auf ihre Erforschungen zurückgreifen. Und das ist die Idee. Wenn Sie Internetzugang haben, haben die meistens, auch wenn Sie es gerne verschweigen. Dann schließe ich mit dem Podium ab mit einer Schlussfrage. Herr Oechsle, Sie wollten noch?
Ich hätte ja noch eine Frage zum Geld, weil Herr Grewe da ist. Eine Frage, die, es ist kein, ich führe Sie nicht, hoffentlich auf kein Minenfeld, aber die Akademievorhaben haben alle keinen Overhead, also keine Strukturpauschale, wie heißt das noch? Programmpauschale, Dankeschön. Das sind also bei der DFG ungefähr 22% zurzeit der Fördersumme, die an die Universität, an die tragende Universität fließen. Denn die Projekte verursachen Kosten. Also für Raum, für Ausstattung, Ausstattung, etc., ne? Heizung etc. Ja, Verwaltung. Verwaltung und dafür bekommen die Universitäten kein Äquivalent, keinen Ausgleich. Deswegen hat das Akademienprogramm dort einen schweren Stand. Es geht da jetzt mittlerweile auch immer mehr auch um Punktemessung. Man kann eben, also Dozierende können Punkte erhalten im internen Rankings und da gibt das Akademienprogramm wenig her. Also die Attraktivität ist deutlich geringer als bei der DFG. Und jetzt im Zusammenhang mit der Exzellenzinitiative wurden meines Wissens zum Beispiel in Kiel die Akademieprojekte trotz ihres Exzellenzstatus nicht berücksichtigt. Denn sie werden einfach nicht gezählt. Sie werfen nichts ab. Es gibt also zweierlei Exzellenz in diesem Zusammenhang. Eine seitens der DFG und eine seitens des Akademienprogramms. Und da scheint mir eine strukturelle Schwäche des Ganzen zu sein, die ich nicht ganz verstehe, weil da der Begriff Drittmittel nicht zu tragen scheint, aber die DFG-Mittel kommen ja auch nicht wirklich von Dritten, oder? Nein. Herr Grewe, das ist nur Ihre Frage. Frau Schmoll hat ja schon mit Nein geantwortet. Also zunächst mal vielen Dank für die Frage. In der Tat, die Programmpauschalen sind ja eine echte Errungenschaft der deutschen Wissenschaft. Das ist in vielen internationalen Wissenschaftssystemen überhaupt nicht üblich, solche Pauschalen zu haben. Allerdings haben wir aus dem angelsächsischen Raum gelernt, dass es sehr helfen kann, solche Projekte gängig zu machen, weil dort werden sie in der Regel gezahlt, aber nach einem anderen System. Insofern sind wir sehr froh, dass wir, also wissenschaftspolitisch sind wir sehr froh, dass wir die Programmpauschalen in Deutschland weitestgehend eingeführt haben. Sie haben ja begonnen seinerzeit über Projekte der DFG. Sie werden mittlerweile von vielen Projekten, also auch innerhalb des BMBF gezahlt, aber längst nicht von allen oder nicht für alle. Und sie werden in der Tat auch nicht gezahlt bisher für das Akademienprogramm. Das kann man bedauern, aber vielleicht muss man da einfach noch weiter arbeiten, um das mit Bund und Ländern zu besprechen. Das Geld ist immer endlich, das haben wir vorhin schon besprochen. Aber natürlich kann man grundsätzlich auch darüber diskutieren, ob das Akademienprogramm eine Programmpauschale benötigt. So viel kann ich mal dazu sagen. An sich wirkt die Programmpauschale wissenschaftspolitisch, so ist meine persönliche Überzeugung und auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, sehr, sehr gut. Und es ist eine echte Errungenschaft, dass uns das gelungen ist, dies auch über die DFG einzuführen. Ich will aber ein klein wenig widersprechen, was die Berücksichtigung von Projekten der Akademienprogramme im Konzert der Drittmittel angeht. Da habe ich eine andere Wahrnehmung und das hat auch nicht damit zu tun, ob ein Programm mit einer Programmpauschale verbunden ist oder nicht. Ich gebe Ihnen recht, es gibt interne, individuell in den Hochschulen organisierte Benefit-Programme, sage ich mal, für Rankings, leistungsorientierte Mittelverteilung, LOM ist da so das Zauberwort. Das finden wir wissenschaftspolitisch durchaus nicht so wenig sinnvoll, dass es sowas auch gibt. Das würde, glaube ich, jetzt zu weit führen, das, Herr Friedrichs, im Detail zu besprechen. Frau Schmoll wird schon ganz unruhig. Ich will nur kurz sagen, nach meiner Beobachtung, Herr Oechsle, werden die Langzeitvorhaben mit ihren Drittmitteln sehr wohl berücksichtigt, auch bei der Exzellenz. Ich finde, das Exzellenzcluster, das Herr Friedrichs anführt, ist ein gutes Beispiel dafür, weil dort die Langzeitvorhaben durchaus eine Rolle gespielt haben, auch in der Exzellenzstrategie. Ich stimme Ihnen aber zu, dass ich mir wünschen würde, dass die Langzeitvorhaben in der Exzellenzstrategie und damit auch in Exzellenzclustern in Deutschland noch eine viel wichtigere Rolle spielen sollten. Das wiederum hat aber damit zu tun, dass wir viel zu wenig geisteswissenschaftliche
Exzellenzcluster haben, wie das, wie dasjenige, das Herr Friedrichs anführt. In diesem Bereich müssten sich die Geisteswissenschaftler mal gemeinsam einen Schopf packen und sagen, wir müssen so selbstbewusst auftreten, wie das die Ingenieure, die Naturwissenschaftler oder eben auch die Lebenswissenschaftler tun. Da würde ich Sie durchaus ermuntern. Wenn ich ganz kurz darf. Vielen Dank, Herr Greve. Wir werden diese Worte Ihnen in Stein gemeißelt vorlegen und Sie daran erinnern. Wir machen inzwischen auch Inschriften. Ja. Nein, aber nur eine kurze Anmerkung. Es gibt deutsche Universitäten, an denen die Drittmittelbearbeitung nach der Höhe des Overheads geschieht. Das gilt auch bei einzelnen Projekten. Und es gibt deutsche Universitäten, an denen Kooperationsprojekte nicht mehr bearbeitet werden mit deutschen und ausländischen Partnern, wenn es keinen Overhead gibt. Denn die Bürokratie ist innerhalb der Universitäten auch schon so groß geworden, dass man gucken muss, dass man die Kapazität finanzieren kann. Wenn ich keinen Overhead kriege, kann ich die Kapazität nicht finanzieren. Und das sind meines Erachtens bedenkliche Entwicklungen. Vielen Dank. Sie merken, dass wir an diesem Abend, der ja nun sozusagen die Einzigartigkeit des Akademienprogramms beleuchten sollte, auch viel über den schnöden Mammon und die Probleme geredet haben. Aber ich glaube, das ist ganz unvermeidlich. Sicher ist, dass das Akademienprogramm, wenn es um Exzellenz insgesamt geht, übrigens wie andere auch, wie die Max-Planck-Forschung etc., zum Beispiel auch bei internationalen Rankings mit einbezogen werden müsste. Ich glaube, dass die deutschen Universitäten dann sehr anders dastünden als jetzt, wenn wir das alles zusammenrechnen würden und einbezogen. Insofern bleibt da noch viel zu tun und man kann eigentlich nur hoffen, dass die Evaluation des Wissenschaftsrats, die wir für Anfang nächsten Jahres erwarten, dem Akademienprogramm in seiner Einzigartigkeit gerecht wird. Vielen Dank Ihnen allen auf dem Podium. Vielen Dank, dass Sie da waren und zugehört haben. Auch wenn wir ein bisschen den Eindruck haben, wir haben mal wieder die konfirmiert, die es schon sind. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.